Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich heute Abend hier zur zweiten und letzten Aufführung von Zindorfs Traum. Und ich bin völlig überwältigt von der Menge an Menschen, die nochmals hier auf dem Sindelfinger Marktplatz zusammengekommen sind, um die Multimedia-Show zu sehen. Bis zur Stadtgründung 1000 Jahre. Wer ist das denn? Dies soll von nun an mein Ort und mein Land sein. Nein! Bitte nicht! Nein! Ihr müsst wissen, dass ich Sindolf bin, Führer der Alemannen. Zeitsprung erfolgt in 3, 2, 1. Oh, bei Wotan! Was macht ihr mit mir? Ich bin Karlmann, Heerführer der Franken. Und von diesem Tag an soll dieser Ort und seine Ländereien und ganz Alemannen mein Eigentum sein. Was sagt der? Spinnt der? Das Land hier gehört mir! Ihr heidnischen Alemannen, hört mich an! Ich bin Kilian! Ich bringe euch das Christentum! Hey, wieso heißt der so wie ich? Wie bin ich denn an so einen alten Namen gekommen? Geht zu, Herr. Nachdem wir Sindelfingen zu unserer Residenz gemacht haben, erklären wir hiermit die Absicht, an diesem Platz auch die Grablege unserer Familie zu errichten. Wer ist denn das? Das ist Adalbert, Graf von Sindelfing, später Graf von Kalf genannt. Der hatte seinen Palast dort, wo heute die Martinskirche ist. Zeitsprung erfolgt in 3, 2, 1. Willkommen im Jahr 1, 2, 6, 3. Zeit bis zur Stadtgründung 0 Jahre. Eine Stadt gründen? Ha! Kleinigkeit! Ich werde auch eine Stadt gründen. Und diese soll viel schöner als dieses Böblingen sein. Wie hört sich das? Ja, wunderbar. Ich sage meiner Stadt eine große Zukunft voraus. Moment mal, hat er da gerade meine Stadt gesagt? Das ist Rudolf der Scherer,
der die Stadt Sindelfingen gegründet hat.